Moin moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Shadow of War hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und ich habe mir was ganz Besonderes für den heutigen Part ausgedacht und wahrscheinlich auch für die nächsten paar Parts. Und zwar habe ich mir heute einen Gast dazu geholt. 30 Parts später, fast 30 Parts später, kommt wieder ein Gast. Und wie sollte ich diesen Gast introducen? Ich würde sagen, es ist ein alter Bekannter in den Shadow of Mordor Teilen, Parts. Dieser nette Herr, oder Shadow Mittelerde Teilen, das ist ja nicht Shadow of Mordor mehr, wir sind ja bei Shadow of War, es sind ja die Mittelerde Spiele. Und dieser Herr, den habe ich gerade mal ein bisschen gezeigt, was so abging die letzten Stunden, Parts. Und wir haben uns was Interessantes überlegt, was wir euch dann verraten, wenn es soweit ist. Aber er ist hier, er ist der einzig Wahre, der die Hamburger Quote auf der Konfi noch schön auffrischt. Er ist der einzig wahre, legendäre Menschenhetzer. Kopa! Gunzer, 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 Gunzer! Hallihallo! Kopa! Hey, danke für diese, wow, ich bin sehr beeindruckt für diese, absolut berauschende Introduction. Besser hätte es man, glaube ich, nicht machen können. Ich ziehe meinen Hut, danke. Zu lieb waren die Worte aus deinem Munde. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier bei diesem legendären, kann man schon sagen, Projekt zurück bin. Damals, wir beide haben diese brillante und geniale Idee ins Leben gerufen, initiiert, die anderen rekrutiert und etwas Fantastisches daraus gemacht. Und ich freue mich auch, dass wir das jetzt hier quasi nicht nur wiederholen, sondern hoffentlich nochmal toppen können. Oh, Kuba, was für schöne Worte. Ich habe mir auch vor gar nicht allzu langer Zeit, das ist ein paar Tage her, nochmal die letzten beiden Parts, wo alle mit dabei waren, wo wir den großen Angriff gestartet hatten. Ich habe so viel gelacht. Es gab PNG-Schmetterling, weiß ich noch. Ja, es war so schön. Wir hatten echt Spaß und Shadow of Mordor war der Anfang und Shadow of War wird getoppt. Oh ja. Wow, oh ja. Wow, genau. Ich habe Kopa jetzt schon mal ein bisschen gebrieft. Also Kopa ist eigentlich auf dem neuesten. Klar, ein paar Sachen fehlen noch zum Beispiel. Ich kann zum Beispiel mit dem rechten Steuerkreuz kann ich meinen Leibwächter rufen. Dann ist der dabei. Ich diene euch, mein Herr. Ja, genau. Nice. Das Mahnennest ist quasi dabei. Der würde mich jetzt beschützen. Auch wenn er mir gerade sein Giftspeer durch die Brust jagt. Er wird mich beschützt, mit dem er mir sein Giftspeer in den Rücken jagt. Danke, danke. Uga, zu, Kuga, zu gut. Ey. Gut gemacht. Clipping, nein, nein. Wie Monster Hunter. Innen drin sind die Monster leer. Talion genau. Anscheinend auch. Ja, er ist ein Geist, wen wundert's. Das stimmt, das stimmt. Genau, jetzt kann ich ihn auch wieder wegschicken. Es wurde gerade erst lustig. da hat er sogar wirklich recht, denn ich bin jetzt da. Ne? Absolut korrekt. Aber man muss aufpassen, wenn du irgendwo schlafen gehst, dass da nicht die Maden auf dich übergehen oder so, dann bin ich so sexy. Absolut korrekt. Habe ich dir auch noch gar nicht gezeigt. Ich könnte ihn jetzt theoretisch auch verstoßen. Ich könnte ihm jetzt einen Befehl geben, aber ich kann jetzt auch sagen, hau ab, geh aus der Welt raus, dass du hier nicht irgendwie. Ich gehe. Er weint ja richtig. So richtig, richtig deprimiert. Ja, ich mag Uga Kuga echt. Ich mag den gern. Nice. Und scheint loyal zu sein als andere. Ja, ich habe Kopa übrigens von Akaro erzählt. Die Fotze. Die Fotze. Und noch einmal und der Kopf gehört uns. Ich hoffe es fast schon ins Geheim, dass es passiert, wenn ich zuschaue. Gibt es ein bisschen Action. Ja, das stimmt. Genau, ich wollte jetzt erst einmal noch, wir haben nämlich einen Fähigkeitspunkt. Immer wenn wir eine Stufe aufsteigen, Kopa, kriegen wir einen Fähigkeitspunkt. Und das macht, glaube ich, Sinn. Genau. Und ich wollte jetzt nochmal hier gucken, was wir hier nochmal für eine Fähigkeit uns geben können. Es gibt jetzt, also das sind die Oberskills, dieses Terrorisieren. Und dann gibt es Unterskills. Zum Beispiel, Terrorisieren schlägt mehr Feinde in die Flucht. Oder verleiht dir Macht und deiner Trefferserie einen Bonus. Ist auch nice. Macht ist zum Beispiel, wenn die Macht voll ist, kannst du halt diese Hinrichtung, weißt du, was wir, diese Instant-Kill-Angriffe. Genau, hier gibt es auch zum Beispiel mit explosivem Gift, dass man auf Grogfässer schießt und die explodieren dann. Nee, warte. Ah, okay. Fußsoldaten, die aus vergifteten Grogfässern trinken, explodieren
und vergiften andere. Okay, wenn ich die anschieße und die sind vergiftet, dann explodieren aha. die? Das ist verrückt. Das ist ja absolut insane. Dann gibt es hier die Infektion. Trinken, drehen durch und greifen in der Nähe jeden an. Ja, das ist sie Street, das hallo. Auch cool, genau. Was haben wir hier? Die Geisterkette. Deine erste Folgeschleichtötung verbraucht keinen Fokus. Auch nice. Ja, das kann man, gute Skills. Ja, dann kann man richtig viele Leute killen. Monsterjäger können bei Bestien eingesetzt werden. Auch ist auch gut. So eine Schleichtötung mal bei einem Karagor. Monster Hunter. Ja. Fürchterregend. Dein Geist terrorisiert sein Ziel. Okay, auch nicht schlecht. Ein paar Sachen müssen wir noch freischalten. Also das sind hier Sachen dann... Die goldenen schaltet man während der Story frei. Ah, okay. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir explodieren lassen, dass man... genau, Lagerfeuer. Hier Feuer stellen, um sie ohne einen Schattenangriff... Also jetzt zum Beispiel kann ich die... Ohne einen Pfeil zu benutzen, mit so einem Schattenangriff explodieren lassen, die Lagerfeuer. Ah, setzt euch mit, ans Lagerfeuer. Singt das Lagerfeuerlied. Mit dem Skill könnte ich das mit einem Pfeil einfach machen. Ich könnte aber auch eine Feuerstelle explodieren lassen und dafür sorgen, dass Spinnen die Gegend überlaufen. Was für verrückte Skills, ey. Meine Güte. Ah ja, Spinnen gibt es jetzt übrigens auch, habe ich hier jetzt mit Kankra. Das ist die Spinne, die Oberspinne. Ah, okay. Es ist ein Mensch, die sich verwandelt in Spinnen. Oder Feuerstelle explodieren lassen und Ghule überlaufen die Gegend. Okay. Ja, dann haben wir hier das Fest tiefgefroren. Die Dauer von Frostnageln wird verdoppelt. Ist auch nice. Da habe ich aber schon ein Skill, dass man die fetten Ologs auch vernageln kann. Den habe ich mir gekauft letztens. Dann gibt es einen geilen Skill, guck mal, Raubvogel. Man kann in der Luft hier, guck mal, kann man quasi Leute abschießen. In Zeitlupe, nice. Ist auch geil. Was gibt es denn schöner hier? Schöner Action-Skill. Genau. Clownschlag. Ziele während des Fallens, wenn du LT drückst, und drücke X, um einen Fernstoß auf den Boden aufzuschlagen, der Gegner in der Nähe zusätzlich betäubt. Auch cool. Bei so vielen Gegnern. Ja. Adlerblick. Fokus wird langsamer verbraucht, wenn du dich in der Luft befindest. Okay, ist auch cool. Dann haben wir hier den Feuersturm. Mächtiger Schuss verursacht eine Feuerexplosion. Mächtiger Schuss ist der Skill. Wenn ich volle, ja, genau. Wenn ich volle Macht habe, kann ich einen mächtigen Schuss ablassen und der, ja, der schlägt die quasi zurück. Der wirft die quasi um die Gegner, betäubt die. Interesting. Feuerexplosion. Oder Eis, eine Frostexplosion. Ist auch ja. nice. Ist echt nice. Ist alles gut zu gebrauchen. Ja, ich bin immer so ein Spieler, ich könnte mich nie entscheiden, so wenn ich ganz viele interessante Dinge habe. Oh, die Schattenkette ist auch geil, wenn man hier diesen Schattenangriff macht. Wenn ich X oder Y drücke, weitere Feinde abspringen. Jedes weitere Ziel kostet dich Fokus. Ist auch nice. Quaderwahl. Ich glaube, ich würde den Skill erstmal nehmen. Den finde ich cool. Dass man einfach noch weitere Leute quasi... Jo, finde ich gut. Ja, Holy moly, ey. Genau. Zustimmung ist auch da. Und jetzt, Cooper, haben wir ja schon mal gesagt, habe ich dich ja schon mal ein bisschen gebrieft, was wir jetzt machen. Genau. Nämlich habe ich mit Cooper was vor. Wir werden nochmal einen kleinen Spion einsenden. Wir haben ja einen neuen Häuptling. Und wir werden jetzt einen Spion einsenden. Und das ist Arcaro. Ist immer so nice, wenn jemand die Namen da so episch ausspricht. Oh ja, finde ich auch. Und der wird jetzt Ogbur, dem Peiniger, genau, er müsst Sende Arcaro Prügelmeister aus, damit er seinen Wert in der Kampfgrube beweist und zum Spion wird. Jetzt haben wir ein Problem. Wir wissen nicht, wer sein Gegner ist, weil wir haben neue Hauptmänner. Ich habe ein paar gekillt in den letzten Rounds und wir haben neue Hauptmänner und die müssen wir jetzt erstmal aufdecken, indem wir Würmer finden, Cooper. Die Würmer kennst du noch, diese grünen Leute, die den grünen Dings haben, weißt du? Ja, die Lappen, oder? War ja, das genau, die Lappen, die Informationen geben. Genau, die meine ich. Und da unten sehen wir schon einen auf der Map, da wollen wir jetzt mal hin in die Richtung. Und du wirst schon merken, dass es wirklich mehr Feinde auch sind, die hier existieren. Ja, auf jeden Fall. Also allein, wenn ich hier schon auf die Map schaue, das ist weitaus mehr, als es immer früher gab. Aber wir sind ja auch hier in so einer, sagen wir mal, Anlage, würde ich behaupten. Genau, so ein Lager. So, jetzt wollen wir mal gucken, Cooper, du darfst aussuchen, wen wollen wir denn zuerst von den Schattenleuten
Wen wollen wir zuerst aufdecken? Den Anführer können wir zufällig wahrscheinlich nicht aufdecken, oder? Wen denn? Den ganz oben. Nee, den Oberherrn können wir leider nicht aufdecken. Der ist auch Story, okay. Also ich glaube, der wird mit der Story. Genau. Ach so, Bruce hat uns erzählt, Cooper, das weißt du noch gar nicht, das wissen aber die Zuschauer. Bruce hat uns erzählt, dass angeblich diese Festung von einem zweiköpfigen Troll als Oberherr beherrscht wird. Also so ein zweiköpfiger Olog-Hai. Ja. Ich hab Angst. Ja, das hört sich ein bisschen crazy an. Absolut. Aber man kann ja sehen, einer von den Schattentypen ist ja fast tot, oder? Also sehe ich das falsch? Nee, der hat einen Auftrag einfach nur. Der hat ja einen Auftrag und der läuft gerade ab. Das sind diese Aufträge, weißt du? Diese Raubzüge, die die haben. Also kein Leben, okay. Und wenn wir jetzt einmal sterben würden, würde sein Auftrag quasi simuliert werden. Und es könnte sein, weil ich glaube, er bettet sich hier mit dem. Könnte sein, dass er dabei stirbt. Könnte sein, dass sie ein Duell haben. Deswegen lass uns einfach mal den rechts aufdecken. Ganz rechts. Den hier? Ja. Okay, decken wir den mal auf. Guck mal, hier haben wir Schaka die Narbenhaut. Schaka die Narbenhaut. Hier haben wir auch gleich Schwächen und Stärken. Man kann ihn instant greifen. Oh Gott, der ist inflammbar, besonders anfällig für Feuer und für Gift. Und für Bestienangriffe. Also es sind schon viele Schwächen. Ja, ein paar Schwächen. Gift ist sogar sehr gut, weil... Ich hab, er ist kränklich, ich hab Arcaroria eine Giftwaffe gegeben. Ja, eine Giftwaffe, ja. So, er erleidet Schaden durch Fernkampfangriffe, Hinrichtung und ist Frost im Der hat ja wirklich. Was hat er denn? Oh, er ist immun gegen Fluchangriffe, okay. Und immun gegen Schleichhinrichtung. Ja, gut, in der Dings wird er ja eh. Bestien ja, werden in der Kampfesgrube auch nicht eingesetzt, da brauchen wir keine Sorgen haben. Karagorui, das wird alles. Also seine Stärken sind sogar sehr gut für den Fight. Die werden ihm nicht viel bringen. Außer die Wildklauen und die Wildenkonte. Aber Akaro könnte trotzdem sterben. Weil ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war das sogar der Dude, den Akaro jetzt gegenübersteht, ne? Weil der hatte auch dieses. Ja. Schaka die Narbenhaut muss er besiegen. Ah, okay. Ja, das habe ich mir sogar gedacht, weil wenn du nur auf die Übersicht gehst, hat man ja eigentlich gesehen, wenn. Ach, hat man das gesehen, ja? Okay. Genau, ich glaube, man hat die Verbindung gesehen. Man hat gesehen, dass das auch, wenn er unbekannt war, dass es von dem Rechten auf ihn überging. Ah, ja, weil, stimmt. Oder zum Beispiel, wenn du den anderen Unbekannten auswählst, ob man da auch die Verbindung sehen kann? Nee. Doch. Aber warum? Oh. Doch. Aber hier, bei dem nicht? Bei dem nicht? Der hat noch eine Verbindung irgendwie zu den beiden. Warum? Gute Frage. Aber ich glaube, ich konnte sehen, dass bei dem rechten Unbekannten, der jetzt Schaka ist, dass man sehen konnte, dass er mit dem Hauptmann verbunden war. Ja, das kann gut sein. Sind das die Leibwachen von dem? Nee, aber warum? Na, ist ja auch egal. Wir haben es ja jetzt. Ja. Und jetzt die Frage, wollen wir die anderen drei jetzt auch noch eben einmal aufdecken, damit wir wissen, mit wem wir hier so zu tun haben, oder wollen wir die Mission starten, Cooper? Wie möchtest du? Sagen wir mal so, wenn das relativ flott geht, dann das geht flott. Guck mal, wir haben hier drei Würmer gleich in der Nähe. Okay, dann machen wir das. Dann machen wir das, ne? Wieder schnell, ja. Genau, ich mache das auch immer so gerne. Und das Schöne ist ja, ich meine, wir sind im Part 33. Ich habe noch nicht einmal die erste Festung jetzt eingenommen. Ich glaube, ich bin der langsamste Spieler überhaupt. Ever, ja. Aber mich stresst keiner in dem Spiel und das ist das Schöne. Das ist richtig, ja. Guck mal, wen wollen wir denn jetzt aufdecken? Ja, von rechts gehen wir da mal nach links oben. Links oben, also den Motherfucker hier. Ja, den Boy hier. Horza, der Verleumder. Okay. Aha, da hat er mal jemanden betrogen oder was? Aber wenige Schwächen. Nur anfällig für Schleichen und klar, er kriegt halt Schaden durch Fernkampfangriff, Hinrichtung und Feuer. Ist giftfest, wäre zum Beispiel scheiße, wenn er gegen Akaro angetreten wäre. Er zürnt. Oh, er hat einen Blutsbruder. Takra Schädelknacker. Hier, Kuppa, da ist ein Blutsbruder. Takra Schädelknacker. Und er ist schlechter, also wie gesagt, sind diese Fähigkeiten. Der ist zum Beispiel unfassbar gut im Kämpfen. Und ist krass und hat einen Dreifachangriff. Da sollte man im Nahkampf aufpassen gegen die Leute. Aber hier, stimmt, der ist jetzt zum Beispiel ein Blutsbruder. Das heißt, wenn wir jetzt Takra oder ihn angreifen würden, dann würde sein Blutsbruder sich quasi rächen. Irgendwann. Ja. Jetzt holen wir uns den nächsten Wurm. Kuppa, nächster Guy. Dann machen wir mal links unten. Hier. Links unten. Unbekannter Hauptmann. Ork, der Verteidiger. Panische Angst vor Morgai fliegen. Hat ein geiles Nasenpiercing und Kinnpiercing. Okay, lustig, dass er Angst vor Fliegen hat. Ja, vor diesem Morgai fliegen. Dann läuft er panisch davon. Ist anfällig für Schleichangriffe.
auch Fernkampfangriff, Hinrichtung und Feuer. Hat keine Immunität, das ist gut. Erzürnt durch einfach alles. Empfindet Hass gegen alles. Kann jeden Moment erzürnt werden und jedermann in der Nähe angreifen. Okay, was für eine geile Persönlichkeit. What the hell? Und erzürnt durch tödliche Wunden. Das heißt, wenn er fast tot ist, ist er auch nochmal richtig im Bestienmodus. Mhm. Ja, hat ein Schild. Ist vom Kriegs... Letztes Inferno hatte ich auch noch nicht. Also Zerstörer kenne ich. Die haben Bomben und Minen. Aber letztes löst bei seinem Tod eine feuerverursachte Explosion aus, durch die Feinde in der Nähe verbrannt werden. Okay. Und er hat eine flammende Waffe, Feuerbomben und Feuerminen auch noch. Okay. Der will's wissen. Krass. Crazy Dude. Und hat ein Schild. Der ist crazy, Alter. Mit dem will man sich eigentlich nicht anlegen. Ja, der hört sich schon ziemlich unangenehm an, würde ich mal behaupten. So, jetzt haut der Wurm natürlich ab, weil wir voll krass sind und die sind voll die Pussys. Das stimmt. Ich weiß nicht, Koba, war das bei... Kannst du dich noch dran erinnern, ob das bei Shadow of Mordor auch so war? Ich bin der Meinung nämlich nicht, weil, wenn die jetzt wegrennen, ne, diese Würmer... Beim Wegrennen, ich habe das nämlich letztes Mal gesehen, ist der in andere Orks rein, in andere Uruks reingelaufen und die haben den gekillt, den Wurm. Lol. Das war bei Mordor nicht so, ne, dass sie die Würmer gekillt haben, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube es nämlich auch nicht. So, dann haben wir ja nur noch einen. Genau, nur noch den Boy. Die goldene Mitte. Also, ich kenne dich nicht, schicke dir eine Drohung. Alter, ist das hallo. Unser großer Bruder? Ja. Gar schöne Ratte. Die Höhle. Alter, guck dir seine Augen an, sein Gesicht. Er sieht wirklich aus wie eine Ratte. What the hell? Spitzen Ohren einer Ratte. Und dieser Schlamm oder diese Flüssigkeit, die er auf dem Körper hat. Interessant. Ist anfällig für Gift- und Bestienangriffe. Wird benommen durch Schleichen, das ist auch gut. Dann kann man die auch greifen. Fernkampfangriff, Feuer- und Schleichangriffe. Was hat er für? Immun gegen Kampfhinrichtung. Also den können wir nicht köpfen. Er hat einen brutalen Rausch, wird erzürnt, wenn du Theorisieren oder Beschämen einsetzt. Und erzürnt. Mock der Prügel ist sein Rivale. Ah, die feinden sich ja dann wohl. Ja, cool. Er ist Meuchler. Keine Chance. Wurde ich unter. Also wenn ich quasi eine zweite Chance hätte, man hat ja diese Möglichkeit, nochmal dem Tod zu entgehen. Bei ihm ist das nicht so. Wir würden instant sterben, wenn wir fallen und wenn er uns hinrichten würde. Ja, interessant. Er hat Wurfmesser, diese Wildklauen und ist Frontkrieger. Das heißt, er greift auch immer vorne an. Und eine Tunnelratte kann sich schnell in den Boden graben und dann in der Nähe hervorkommen, wobei er Ghule ruft, die mit ihm kämpfen. Aha, deswegen wird er die Höhlenratte genannt. Interessant. Der Typ ist absolut krank. Sehr interessanter Skill. Den habe ich auch noch nicht gehabt. Der ist ja absolut krank, der Dude. Ja. What the hell? Ich hab ein bisschen Angst. Ja. Wie gesagt, wenn er jetzt nicht mehr die Ratte wäre, hätte ich so gesagt, so einfach so Gunstas Successor oder so, könnte man drüber nachdenken. Du, Koba, dir bleibt ja, wir haben ja noch ein bisschen was vor, was wir dann später verraten werden. Deswegen bist du ja dabei. Aber genau. Das ist absolut, also du bist natürlich so auch immer gern gesehen, ne? Ja, gerne. Aber das ist, ich höre da eine gewisse Sympathie. Du, also, wenn er der entfernte Cousin von Gunther ist, die scheinen ja irgendwie auf jeden Fall zum selben Modemacher zu gehen. Zumindest das teilen die beiden Herrschaften miteinander. Also, das Beste kommt auch zuletzt. Ich meine, vielleicht ist das Schicksal, wer weiß. Jetzt darf er nur nicht gegen Mock sterben, ne? Ja, das wäre schon. Wenn die sich fighten würden. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur Kampfesgrube, da wo die Arena ist. Und schauen uns jetzt mal an, wie Akaro sich gegen Shaka war es, glaube ich, ne? Ja, gerne. Ja, die Infiltration. Genau. Shaka, die Narbenhaut, ist ein wilden Stamm-Bestienmeister gegen Maschinenstamm-Berserker mit einer Giftwaffe. Akaro, Prügelmeister. Eigentlich, wie gesagt, bisher jedes Duell hat Akaro gewonnen und er hat aus seinem Blutsbruder die Arme rausgerissen, von daher. Ja, ne? Schön. Ich bin mal sehr gespannt. Du, ich auch. Das ist jetzt mein erstes Shadow-War-Duell, was ich miterleben kann. Und wie gesagt, Koba, wir dürfen hier nicht, wir können auch nicht eingreifen. Wir gucken uns wirklich nur den Fight an. Also,
Ich habe ein bisschen Angst. Aber selbst, ganz ehrlich, es wäre ein Verräter, ein zweifacher Verräter. Genau. Wäre verdient, who cares. Passt. Aber er ist schon cool, weil er ist vom Felsenbrecher zum Prügelmeister geworden. Ach, ich weiß aber nicht. Manchmal muss Karma auch sein Urteil richten, sagen wir mal so. Mein Herz liegt schon ein bisschen an Akaro, aber sonst hätte ich ihm ja auch nicht noch eine dritte Chance gegeben, eine zweite Chance gegeben und eine dritte Chance. Von daher, Kopa. Und eine vierte und eine fünfte. Wir starten den Fight, oder? Fight! Let's go. War das auch seine Hand an seinem Gesicht, oder war das selber sein Design? Siehst aus wie ein Angeber. Ich hasse Angeber. Alle sollen sehen, wie stark meine Treue zum dunklen Herrscher ist. Ich bin der helle Herrscher. Ah nee, nein, stimmt, er wird ja Spion. Ach doch, genau. Der kämpft doch mit Karagors und meiner kämpft mit seinen Leuten. Oh, schöner Hit. Ja, der war gut. Oh, aber er hat gut gekontert. Oh! Oh, oh. Was macht er jetzt? Oh! Oh, 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 oh. Der Hit, Alter! Guter Hit. Jo, oh, jetzt ist er benommen, sehr gut. Das war so ein Schrei. Einfach ein Schrei, okay. Oh, 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 shit, oh, shit. Gut, gut. Akao, nein, nicht auf die Karagors Fokus. Okay, deine Leute kämpfen. Nein, dreh dich um, Akaro. Nein! Oh, er ist erzürnt. Erzürnt, okay. Jetzt fighte. Oh! Komm, mach ihn weg! Ja! Ja, los. Er hat Gift, die Giftfähigkeit und erledigt. Akaro will. Als Spion aktiv. Wir haben Akaro nämlich jetzt zum neuen Häuptling als Spion infiltriert. Perfekt. Guck mal, wir haben es gepackt. Nice. Und weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt werden wir den Häuptling angreifen. Ogbur, der Peiniger. Hm. Und jetzt wirst du das auch mal miterleben. Er ist besonders anfällig für Bestienangriffe. Er sieht übrigens ganz cool aus eigentlich. Er ist schon ein nice Design, muss man sagen. Ja, der ist auch krass gerüstet. Fürchtet sich vorm Festnageln. Das klingt auch nee. Was hat er für Stärke? Feuerfest, schade. Meine Waffe macht Feuerschaden. Das heißt, wird ein harter Fight. Schleichangriff findet er nicht cool. Ist Fährten super. Kann man nicht irgendwie die Waffen wechseln oder so? Ogbur? Nee, also kannst du nicht deine Waffe wechseln, wenn er voll fest ist, oder? Kann ich, ist das nicht aber so einfach? Doch, aber ich hab halt, das ist die beste Waffe, die ich gerade geskillt hab. Ah, okay. Also die anderen Waffen sind nicht so stark. Jetzt können wir aber mal gucken, was wir hier gerade für eine Rune. Oh, vergifte einen Feind. Warte mal, verringert die Dauer von Gift. Wir würden 3 mehr auf Schleichen bekommen, aber hier, das können wir auch mal eben hochleveln, das Ding, auf Stufe 19. Ja, jetzt passt das schon. Ja, nee, Gift verringern brauche ich nicht. Das können wir zerstören, dann kriegen wir Geld. Mhm. Und ich habe, warte mal, ich habe hier ein Schwert, das macht 2 weniger und verbrennt nicht. Zugefügter Nahkampfschaden erhöht sich um 18%, wenn die Gesundheit. Ja, lass uns doch das Schwert der Vergeltung nehmen. Übrigens ein legendäres Schwert. Nice. Dann haben wir das jetzt aktiv. Ja. Das heißt, der zugefügte Nahkampfschaden wird um 18% stärker, wenn die Gesundheit unter 35% liegt. Machen wir doch, würde ich sagen, oder? Ja, warum nicht? Und führe Angriffe, die Macht benötigen, stattdessen für 40% deiner Max. Ich könnte jetzt theoretisch auch Angriffe, also diese Superangriffe, die Hinrichtung, für 40% meiner Gesundheit einsetzen. Mache ich natürlich nicht, weil 40% ist echt viel. Wollte ich auch gerade sagen, hört sich nach eigenem bisschen zu viel an. So, aber wir greifen den Häuptling jetzt noch an. Okay. Ja, das machen wir in dem Part noch. Auch wenn wir bei 23 Minuten schon sind, weil wir am Anfang viel gequatscht haben, aber wir sind das Entertainer. Ja, wäre schon lustig, wenn jetzt so quasi, er ist zwar der Spion, aber kommt so der Doppelspion-Move. Ja, wenn er den Häuptling verrät und danach mich verrät. Genau. Wichser, ey. Also es wird witzig nachher. Wir müssen erstmal, das kennst du ja auch noch nicht, das wirst du, ich spoilere dich mal nicht, du wirst es ja gleich sehen. Genau. Muss ja nicht alles wissen. Genau. Du wirst gleich sehen, was passiert. Bin ich gespannt. So. Also hier übrigens Nuon, ich finde echt ein schönes Gebiet, so von hell. Hm. Hier ist natürlich jetzt Tod und Hass. Das ist übrigens die Festung, Kuba, die wir hier einnehmen werden dann später. Die Festung, das ist die Festung des Gebiets von Nuon. Hm. Ist ein bisschen, aber man, ja, kommen sieht so aus, aber. Ja, ist ja auch die erste Festung. Genau. So, den werde ich mal eben aufzehren, weil es ist immer gut, ein paar Verbündete hier zu haben, vor allem Fernkämpfer. Ja, stimmt. Den da hinten. Support. Genau, den hole ich mir auch nochmal eben.
So, dann. Das ist auch cool, die werden jetzt blau, also die Rüstung wird auch blau. Die Rüstung ist immer rot und die wird dann blau jetzt, wenn wir die aufgezehrt haben. Ja, cool. So. Und dann Massaker. Oh, das gefällt mir. Locke Ogbur der Peiniger hervor, indem du Wellen von Feinden tötest. Den Häuptling zu besiegen deaktiviert den Jägerhort in der Festung. Das meinte ich vorhin von zu dir. Die haben ja auch so eine Verbesserung. Und wenn wir den jetzt killen, ist der Jägerhort quasi bei der Festung weg, wenn wir die angreifen. Verstehe. Okay, Copa, ich starte. Die sind übrigens hart, die Dinger. Also die Fights zu machen sind richtig hart. Hast du übrigens schon seine unfassbar geilen Nippel-Piercings gesehen? Das stimmt, lol. Autsch, wie geil ist das denn? Die musst du mir jetzt rausreißen im Kampf. Okay. Aber erstmal müssen wir ihn hervorlocken, Copa. Und wie machen wir das? Das werden wir jetzt sehen. Der Häuptling, indem wir sehr viele Leute abschlachten. Wenn du ihn erklingen lässt, vertrauen wir darauf, dass er in sein Verderben läuft. 3 Hinrichtungstötungen und 20 Feinde müssen wir killen. Ja, 3 Hinrichtungstötungen sollten wir eigentlich schaffen. Oh Gott, da sind viele auf dem Fleck. Ist da ein Karagor? Ne, da ist so ein Olok. Weißt du, was wir mal machen? Ich werde jetzt die mal triggern. Kommt mal alle her. Mhm. Hier, Leute, ich bin's. Der Tag. Oh, ich bin im Feuer gesprungen. CDP. Ja, los. Ich trigger die jetzt mal und dann locke ich die hier hin, weil, Copa. Ja. Pass auf, das wird jetzt episch. War, nein, das wollte ich nicht. Der stand mir im Weg, der Fettsack. Hier, ich will aufs Feuer. Da. Ja. Bam. 13 gekillt, Alter. Jo, voll. So, jetzt muss ich aber 3 Hinrichtungstötungen noch machen, dann kriegen wir mehr Geld am Ende. Oh, mir geht's auch nicht so gut. Ja, du ich hab ganz schön Damage durchs Feuer genommen, ja. Bekommen, ne? 15 Leute schon gekillt. Der fette Boy hat ja auch eine gescheuert. Ja, wie gesagt, die machen auch mehr Damage durch den Schwierigkeitsgrad auch, ne? Den ich ja gewählt habe. Ja. Aua, das tat ganz schön weh. Aber wir können Gegner aufzehren, um Gesundheit zu bekommen. Nur dauert das Aufzehren unfassbar lang. Ja, okay. Wäre auch Zeit, weil man sich die ganze Zeit einfach ganz schnell wieder hoch saugt. Definitiv. So, die Speerkämpfer sind super nervig übrigens. Habe ich dir auch schon kurz angedeutet. Habe ich mir aber auch schon gedacht. Ogbur ist erschienen. Und jetzt gucken. Wer steht hinter ihm? Ja. Bereit, ihm die Klinge in den Rücken zu schieben. Damit kennt sich der gute Kerl ja auch aus. Bam! Und bam! Hinter! Und schnell zu. Oh, der ist fast tot, Ogbur! Hin! Alter, hat der viel Damage bekommen von Akaro. Ja. Warte, ich muss jetzt mal einen aufzehren hier, damit ich Gesundheit krieg. Das Lustige ist, es passt ja auch gut, dass du ihn zum Verrat hinschickst, weil damit kennt er sich ja aus. Ja. Weiß, wie Alter, das genau der hat ihn fast gekillt schon. What the hell? Ja, nice. Muss ja gar nichts machen. Zeig mir eine Runde. Zeig mir dein Gedärm. Du bist dran. Okay. Okay, Ogbur. Ogbur, dir geht's gar nicht so gut, sehe ich gerade. Du bist fast tot, Bruder. Ja. Er ist tot. Ja, das war's. Sehr hart. Alter, Akaro, du Monster. Oh, wir haben nicht Akaro mal geschafft, 3 Leute mit Hinrichtung zu killen. Akaro, den einfach seinen Anus ein bisschen geweitet und dann, ne? Mehr muss ich, glaube ich, nicht beschreiben. Komm wie zurück. Wir beim Weglaufen. jetzt, ich will nämlich nicht, dass er weiterfällt, weil er könnte dann jetzt logischerweise sterben, deswegen mache ich Rückzug. Wie du wünschst. Wie du wünschst. Hau ab, du Pisser. Alter, wie sie abhauen. Okay, guck mal, normalerweise ist das war der cleanste Häuptlingsfight, den ich in dem Spiel hatte. Ja, ever. Also normalerweise, nein. Oh! Ich hab den einfach in der Mitte getrennt. Aua. Ja, was war das? Ja, das frage ich mich auch, was das war. Aber die hauen ja alle ab, weil der Häuptling ist gestorben. Genau, der wurde einfach komplett misshandelt von Akaro. Akaro, ja. Akado. Ah, geil. Okay, und jetzt, Copa, könnten wir natürlich, ich habe ja im letzten Part schon gesagt, wir leveln noch ein bisschen und ich habe tatsächlich, fällt mir gerade ein, im letzten Part gesagt, dass wir den nächsten Part, also diesen Part, dazu nutzen, um auf Level 20 zu kommen. Yes, yes. Das heißt, Copa, wir werden jetzt Gura befehligen. Wir machen den Part jetzt so lange, bis Gura. Wir Level 20 sind. Okay. Also 50 Minuten Part. Und wie wäre es denn, wenn wir Gura... Nee, der Verteidiger ist mir ein bisschen zu hart.
Garsch finde ich cool. Takra Schädelknacker. Blutsbruder von ihm hier. Horzer dem Verleugner. Skoth der Schwätzer. Die Sabberlippe. Die Sabberlippe hat mich ja gekillt, aber der ist auch krank. Ja. Okay, noch nicht mal die Schwächen. Shark Kriegsbringer. Ach, der erinnert mich voll an Design an den einen, den Daniel am Ende ausgewählt hat. Der doch denselben Helm gehabt. Ja, der Sturmbringer. Genau. Alter, Guda, auch wenn du Fillerville unterbrichst. Shark der Kriegsbringer. Duell! Ich werde dich unterstützen. Fernkämpfer gegen Fernkämpfer. Auftrag bestätigen. Let's go! Die Sabberlippe hier, ey. Und wir haben gerade noch eine Rune aufgesammelt. Zwei Runen sogar. Okay, nice. Einen absolut kranken Bogen. Einen absolut kranken Bogen. Töte einen Hauptmann mit einer Fernkampfwaffe. Alter. Okay, der Bogen ist absolut krank. Den leveln wir, den nehmen wir. Und dann haben wir hier noch einen Hut. Machtzuwachs von 92. Wenn du Schaden erleidest, solange du verflucht. Aua, das ist aber auch sehr. Sehr, sehr. Ja, ich sag mal, wie ist das? Sehr, sehr eingegrenzt in dem. Weil verflucht war ich, glaube ich, noch gar nicht in dem Spiel. Ja. Deswegen lasse ich den anderen mal. Ich glaube, das ist mir zu. Nee, das brauche ich nicht. Den habe ich jetzt zerstört. Dann kriege ich ein bisschen Geld. Und wir machen jetzt Gudas Mission. Wo ist denn Gudas Mission? Da. Da können wir doch uns hin teleportieren. Okay, mich hier jetzt zurückgehalten, aber vielleicht weiß es ja, Junge, aber Guda ist auch ein Name von der VTuberin. Von was? Von der VTuberin, Guda. Echt jetzt? Also nicht mit dem H, ja, aber G-U-R-A, so heißt die erfolgreichste VTuberin, die es gibt, mit 3,7 Millionen Abonnenten. Scheiße, Bernie würde, glaube ich, fappen. Ja, hätte jetzt schon die Hose runter. Ja, wenn Bernie das sieht. Vielleicht ist Bernie auch irgendwann mal dabei. Wer weiß, wer weiß das schon. Genau. Bernie hatte mal, glaube ich, angemerkt, dass er Lord of the Ring-Fan ist. Ne? So, Guda der Folterer gegen Shark der Kriegsbringer. Was hat Shark für Schwächen? Anfällig für Schleichen und Bestienfutter. Okay. Fernkampf Feuer ist gut und anfällig für Gift. Weil man kann durch Gift. Ja, okay. Okay. Und er ist immun gegen Hinrichtung. Er zürnt durch Spinnen. Er hat Rauchbomben und Köder, ja. Warte mal, führt ein Gefolge von praktisch gleich aussehenden Doppelgängern an. Das habe ich auch noch nicht gehabt, Cooper. Ah, das ist ja, nützlich, wenn man nicht assassiniert werden will. epische Eigenschaft, dickhäutig, genießt enorm verbesserte Gesundheit. Fuck, my life. Das ist nicht gut. Okay. Wie ist so die Schwierigkeit für dich im Spiel? Stirbst du regelmäßiger oder kannst du es meistens noch hinkriegen? Ich bin schon relativ häufig gestorben. Also schon eine herausfordernde Schwierigkeit. Ja. Okay, dann bin ich gespannt, wie das läuft. Ich drücke natürlich die Daumen. Drück Gura die Daumen. Dann drücke ich auch Gura die Daumen. Ja, hab meine Leute zurückgehalten, um dich selbst zu töten. So, jetzt werde ich aber erstmal einen Schleichangriff machen, weil dafür ist er besonders anfällig. Nein, ich will doch auf Guda. Na, jetzt da, bam. Ah, da. Oh, er ist schon Half-Life, das ist gut. Nice. Nee, gut, nicht auf Guda, auf Shark. Lol. Okay, und er hat die Sprungblockade, ja. Aber mit Fernkampf kann ich ihm doch Damage machen, ne, ja. Drei Bohnenhinrichtungen muss ich machen. Es gab noch gar kein Zusammentreffen hier. Er hat mich noch gar nicht irgendwie beleidigt, der Pisser. Stimmt. Oh, schön auf den Leute, einmal niedergekickt aufs Mal. Alter, die brennen auch alle. Yo, ja. Gura hat ja auch Feuerpfeile. Alter, der eskaliert ja völlig, Gura. Mit seinen Feuerpfeilen. Alter. Hier brennt alles. Gura. Gura. Alter, der liegt jetzt schon wieder auf. Komm, richte ihn hin. Ja, komm. Aber ich kann ja in der Hinrichtung, er ist ja immun gegen Hinrichtung. Oh. Du willst mich also wirklich herausfordern? Meine Jungs werden mich feiern! Deine Jungs sind alle tot, Bruder. Und du musst auch was tun. Oh fuck, Sprungblockade, ich hab's vergessen. Komm, Guda, mit deinen Feuerpfeilen. Wir lenken dir nur jetzt gerade ab, Guda. Wo ist er? Da, bam! Pfeil! Nice, sofort gesniped. Komm, Guda! Kill. Ja! Yeah. Nice! Krass, hätte ich nicht gedacht, dass wir den so einfach. Das waren jetzt echt. Smoother Kampf, ja. Ja, und Guda ist ja jetzt Level 19 dadurch. Der kriegt gleich zwei Level.
Nice. Und wir sind fast Level 20, Cooper. Jetzt halt Mock der Prügel, hat sein Opfer gefangen. Der hat sein Opfer gefangen. Wird er den jetzt hinrichten? Der hat sein Opfer gefangen. Interessant. Da müssen. Oh, Falle, es gibt einen neuen Häuptling, Cooper. Jetzt werde ich Gura erstmal wegschicken, weil der eskaliert mir sonst zu sehr. Ja. Nice, Gura. Guter Fight. Mhm. Good job. Good job, sagen wir so. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Also hier gibt es einen neuen Häuptling, den müssen wir natürlich dann auch erstmal aufdecken. Ja, interessant. Mm, ja, die Häuptlinge spawnen nach. Hier gibt es auch dann wieder neue Gefolgsmänner. Hm. Ach, guck mal, Sharks Position hat gleich schon einer eingenommen. Also Shark wird auch nicht respawnen wahrscheinlich. Ja, hier, also, ja, da, wer ist der andere, der gerippt ist? War doch der, der versucht hat anzugreifen, ne? Genau, die Höhlenratte ist doch tot. Wow. Oh no. Ja, Gash hat ja versucht, den anzugreifen, oder? Aber deswegen. Hat ihn gefangen, ist für mich nicht killen. Belastend. Hm, ja. Vielleicht hätten wir das machen sollen und Gash. Weil Gash fand ich eigentlich ganz cool. Vielleicht gibt's auch noch mal. Ja, einen fand ich auch cool, deswegen. Ja. So, wen können wir jetzt? Wer ist denn noch nicht Level 19? Hier, Uga Kuga. Ja, also, Leibwächter. Yeah. Ja. Jetzt, wo ich das Design gesehen habe, muss ich natürlich eigentlich wieder Gunsas seelischen Nachfolger zurückbringen. Ja, glaube ich dir. Was halten wir denn davon? Ne, Mock der Prügel sollten wir nicht angreifen, weil Uga Kuga hat eine Giftwaffe. Gal der Pfähler. Boah, auch nice. Ein krankes Design, ey. Alter, diese Nippel-Piercings. Wie wär's denn, wenn Uga Kuga hier Speer gegen Speer? Gal der Pfähler. Wieso kann er den nicht angreifen? Warum? Warum kannst du dich nicht angreifen, Pisser? Hä? So ein Mock müsste jetzt auch eigentlich gekillt werden zur Rache hier. Ugakuga. Ja, aber der hat, der hasst Gift, also der wird erzündet dadurch. Wenn Ugakuga den angreift, der hat eine Giftwaffe, dann wird das ein harter Fight. Mhm. Aber komm, rauf auf Mock. Weil er ein Wichser ist. Ugakuga, du machst das, wir helfen dir. So, ich würde aber auch sagen, dass wir dann auf dem Weg dahin nochmal ein paar Würmer. Wir haben ein neues Juwel bekommen, eine neue Rune. Ein Ring. Drei Fokus. Oh, warte mal, den kann ich schon verbessern, den Ring hier. Warte mal, will ich den verbessern? Nee. Gegen verfluchte Feinde. Oh doch, der hier ist besser als der, den wir jetzt gerade haben. Jo. Dann können wir den zerstören. Ich glaube, den können wir auch zerstören. Immer schön recyceln, Leute. Ja, vergiftete Feinde, ja. Ja, immer weg damit. Die kann man komischerweise nicht zerstören, die weißen. Ich weiß nicht, warum. Aber die kann ich nicht kaputt machen. Die sauen mir irgendwann das Inventar, glaube ich, voll. Ja. So. Wo müssen wir denn hin? Wo ist denn Ugakugas? Da. Das markieren wir mal und auf dem Weg holen wir uns Würmer. Passt. Da sehe ich schon Wurm. Ach, guck mal, da ist noch ein Dude von, wie hieß er? Gura? Ja, Gura. So, Wurm. So, guck mal, wollen wir den Häuptling zuerst aufdecken oder was wollen wir zuerst aufdecken? Würde ich schon sagen, wenn wir das können, dann machen wir das auch. Ja, dann rein da. Und dann schauen, wer sich hier reingelümmelt hat in die Position. Snafu-Sklavenmeister. Komm, Alter, hat Nägel im Kopf in der Stirn? Du, ne? Wenn er Bock drauf hat, dann halte ich nicht davon ab. Ist immun gegen Feuerschaden? Eieiei. Erzürnt durch tödliche Wunden. Epische Eigenschaft, Feuerherr. Er schießt, er ist ein legendärer Pfeil. Oh Gott. Der schießt Feuerpfeile. Große Stärke. Seine Angriffe richten gewaltigen Oh Gott. Der macht mehr Feuerdamage, hat auch eine Feuerwaffe und richtet nochmal darauf mehr gewaltigen Schaden an. Hm. Uff. Läuft. Ich befürchte, der Dude wird hart. Hier, was sind das jetzt hier für Pussys? Warum hauen die ab? Köpfen. Damit. Gib mir mal Juwelen oder Kohle, genau. Eieiei, also der Häuptling wird schwer, den zu killen. Hm. Richtig schwer. Aber ich habe ja gerade nicht das Feuerschwert aktiv. Erstmal machen wir den Fight gleich, das Duell. So, guck mal, links oder rechts? Ich habe rechts gesagt, das letzte Mal, also sagen wir mal links. Okay. Hoglik, der Schmuggler. Der wieder aussieht? Lol. Und er hat da einfach Grog drin. Hm. In seiner Hängetasche. Ja. Eingeschüchtert, rennt in der Nähe von Duck Sabberlippe panisch davon.
Interessant. Ist unbeholfen, man kann ihn instant greifen. Fürchtet sich vor Gift, Morgaifling und Karagors. Fernkampfangriffe, Hinrichtung und Feuer. Stets auf der Hut, immun gegen Schleichhinrichtung. Er zürnt durch Rumgehüpfe, das heißt, wenn wir über ihn rüberspringen, wird er wütend. Und er ist Gauner, Dunkelhiebe ist der Stammesbonus. Das heißt, er hat so Krummschwerter, die richtig Damage machen. Und ist Frontkrieger. Interessanter Dude. So, dann brauchen wir noch einen. Da war doch noch ein Schildträger, ne? Ja, da. Ja, hau mal ab. Du wirst dich beugen, nämlich. No. Und jetzt rechts. Ja. Shark mit dem irren Blick. Aha. Hier, Gunzerlook plus, aber diesmal mit Armbrust. Mit Alter, dem irren Blick. Dem fehlt ein Auge. Das rechte Auge fehlt dir. Ja, guck das mal. Stimmt. Das ist der hat eine fette Narbe. Ja. Und das linke Auge, hat der ein rotes Auge? Hat der rote Augen? Jo, das Auge ist rot. Ja, sick. Mhm. Okay, der ist tödlich entflammbar, das heißt durch Feuer instant tot. Wow, okay, das ist nicht so das gut. Das ist scheiße, ist panisch bei Graux. Aber er ist immun gegen Fernkampfangriffe und Giftangriffe. Theoretisch könnte man ihm die Schwächen ja nehmen, glaube ich, wenn wir den rekrutieren, theoretisch. Er wird erzürnt durch Feuer, aber kann instant durch Feuer sterben. Interessant. Er ist Meuchler, Wurfmesser, die Schreckenskette hatte, ja. Eine Armbrust und hat ein Gefolge vom Bogenschützen. Interessanter Dude, Alter. Ja, echt so interessantes Design. Ist auch ein sehr interessanter Name. Ja, mit dem irren Blick. Finde ich dufte. Finde ich auch. Muss cool. ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Hier, gib mir mal ein Cargo, dann bin ich schneller da hinten bei dem. Komm mal her, Karagor. Ich will dich nicht killen, ich will dich einfach nur aufzehren. Ey! Leute, lass das. So. Ciao. Ey, lasst mein Karagor, ihr Wichser. Warte, die kill ich jetzt, ey. Das machen die nicht mit mir. Hier, friss sie, Karagor. Nice. Warte. Oh Gott. Los. Friss sie, los, ja. So, hau ich um. Bam. Okay, das dauert mir zu lange. Ciao. So, oh, Ugakuga, das würde mich... Oh, die müssen wir packen, ey. Mog ist hart. Warte mal, ich wollte noch mal eben gucken. War Mog jetzt hier feuerfest oder kriegt der Damage durch Feuer? Er leidet Schaden durch Feuer. Da muss ich, glaube ich, die... Habe ich die Feuerwaffe noch ausgerüstet? Nee, ich glaube, ich habe nämlich die andere ausgerüstet. Ja, du hattest die gewechselt. Ja, schnell zur Feuerwaffe wieder. Weil der andere eben war ja feuerfest, ne? So, da startet die Mission. Oh, den killen wir mal. Da gibt es ein Juwel oder Geld. Danke. Und Duell. Zeit für ein Duell. Ugakuga das Madennest. Ach, der ist so zerfressen, der Dude. Ja, das Design ist schon crazy. Ist schon crazy, muss man sagen. Gegen Morg. Der Prügler. Es kann nur einen Prügler geben und das ist der Prügelmeister Akaro. Mog, ich werde dich killen. Wir werden dich killen. Star. It's a time to die, yeah? You killed the good design and now you need to die. Freude, ich weiß gar nicht, warum ich das so gesagt habe. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Frag nicht nach in den Kommentaren, ich kann so nicht beantworten. Du bedrohst mich nicht. Oh, was ich mit dir anstellen werde. Okay, Rape. Aha, ich wollte gerade sagen, klingt ein bisschen rapey, okay. Warte mal, fürchtet er sich nicht vor Morgaifliegen? Sind hier irgendwo Morgaifliegen? Nee, leider nicht. Alter, Ugakuga, spring drauf. Jetzt geht's ab. Rauf da. Komm. Direkt der Rape. Komm, Ugakuga. Rauf auf ihn. Und wir haben eine Hinrichtung bereit. Nein, auf den falschen. Scheiße. Ich wollte das auf Mob machen. Menschendreck. Du musst deine Angriffe besser abstimmen. Ich füll dich ins Sand und stell dich auf den Kopf, dann kannst du die Zeit messen. Okay. Alter, der Typ ist auch durch. Der ist komplett durch. Jetzt habe ich ihn mal kurz eingefroren. Was immer gut Damage macht bei Schildträgern. Jetzt liegt der. Oh, jetzt hat er mir die Beine weggezogen, der Wichser. Bam, nochmal. Komm, bam, 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 bam. Oh, jetzt ist er verbrannt. Sehr gut. Und Hinrichtung, komm. Bam. Machine Gun. Er ist fast tot.
Ich könnte ihn jetzt... Ach ja, Ugakuga, hier, er hat einen Grauk gerufen, Ugakuga. Nice. Er ruft einfach... Komm, macht und drei Karagors, yo. Ja, boah, der Bestienmeister Ugakuga. Kommt, los, Leute, komm. Killt ihn. Er ist euer... Komm, Ugakuga, ja. Yes. Ja, was macht... Oh, Bruder. Oh, yeah. Und er wurde gerecht. Das... Wie hieß er? Der Ratten-Dude? Ja, die Höhlenratte. Die Höhlenratte wurde gerecht. Ugakuga, das war großes Kino. Oh, ich mag den. Applaus. Gut gemacht. Ja, muss ich auch sagen. Ich respektiere den Move, den Skill. Muss ich auch sagen. So, was haben wir hier bekommen? Ja, macht zwei mehr Damage, hat aber keinen Nebeneffekt, von daher. Wayne. So, was haben wir jetzt hier? Haben wir neue Leute, weil den Häuptling, ich habe ein bisschen Angst, den anzugreifen, Copa. Oh, wir können uns mal einen Wurm holen, aber dann machen wir den Häuptling und dann sind wir auch Level 20, Copa. Dann sind wir Level 20 und dann können wir bald die Festung angreifen. Ach, hier ist gar kein Wurm. Hier liegen einfach Pläne rum, die wir uns angucken können. Goal. Wer ist denn da gespawnt? Puk Eisenarm. Panische Angst vor Feuer, panische Angst vor Hinrichtung, das ist nicht so gut. Aber er rennt nur panisch davon, das heißt, er wird nicht instant dadurch gekillt. Hm. Das ist nochmal ein Unterschied. Anfällig für Schleichangriffe, fürchtet sich vor Grauks. Hä? Fernkampfangriffe, Hinrichtung und Feuer. Immun gegen Angriffe durch Bestien wie Karagor oder Grauks. Er fürchtet sich vor Grauks? Hä? Okay. Hm. Ist okay. Aber immun gegen deren Angriffe. Ja, Fährtensucher. Interessant. Und hat ein Gefolge von Jägern. Okay. Dann würde ich sagen, Copa, unser Auftrag ist es jetzt, den Häuptling, diesen legendären, kranken, unfassbaren, sicken, legendären Motherfucker-Häuptling. Mhm, das mach ich. Ich werde jetzt keinen Spion einsetzen, weil ich habe ein bisschen Angst gegen den, dass mir die Leute wegsterben. Dies ist diese kann nicht sein. Auch wenn wir Akaro, ja, du bist ja auch schon so ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit Akaro durch sein Verhalten. Ja, das ist nicht tolerierbar. Ich bin gegen jede Art von Betrug. Aber er ist mir schon ein bisschen ans Herz gewachsen, der Akaro. Auch wenn er, weiß ich, er hat einen neuen Titel bekommen durch seine Mission immer. Das ist schon ein bisschen... Du! Ich weiß doch auch nicht, guck. Du, ich kann's verstehen, ne? Ich meine, Stockholm-Syndrom ist auch eine Sache. Fuck you. Und ich mag die Oloks. Ich mag die fetten Oloks. Falle! Snafu-Sklavenmeister hat seinen Feinden eine Falle gestellt. Locke ihn hervor, indem du sie auslöst. Was sind seine Schwächen? Ist zeitweilig benommen, wenn seine Wut abgeklungen ist. Er kriegt Schaden durch Fernkampfangriffe, Hinrichtung und Schleichangriffe. Er ist feuerfest. Das heißt, wir müssen die Waffe gleich noch wechseln. Erzürnt durch, ja, er hat diese ganzen Stammesbonis, das heißt, er schießt auch schnell und er hat Feuerpfeile, Alter. Boah, wir müssen in den Nahkampf gegen den, ey. Uiuiui. Ja, das also, ist lustig. Ich glaube, das wird von den Werten her und von den Fähigkeiten her bisher der härteste Gegner. Der klingt doch definitiv nach, sagen wir mal, einem guten Stück Arbeit, um es jetzt mal so zu sagen. Dieser Häuptling glaubt, er hat uns da, wo er uns haben will. Zeigen wir ihm seinen Irrtum. Löse die Falle aus. Zusätzlich Luftfernkampftötungen. Ah. Das heißt, den Raubvogel muss ich gleich machen. Das kriegen wir hin. Erstmal easy hier rein in die Festung. Na, smooth moves hier. Danke, danke. Dann legen wir den um. Hier vorne bringen uns die nichts. Ich mach mal jetzt hier Luftfernkampftötungen. Hier, das ist der Raubvogel. Und das ist eine Luftfernkampftötung gewesen. Dann haben wir hier noch den Raubvogel. Kostet mich alles Fokus. Und kriegen wir noch einen zweiten? Nein, mein Fokus ist alle. Jetzt muss ich warten. Okay. Bis mein Fokus sich auflädt. Dann können wir nämlich eben die drei Luftfernkampftötungen machen. Das finde ich immer einfacher, bevor wir quasi gegen den Dude kämpfen. Jetzt haben unser Fokus hat sich aufgeladen. Ich kann mal eben hier ein bisschen springen. Hier, warte mal. Der Doppelsprung ist auch so nice in dem Game. Oh, ja. Und was wir machen können, hier ist ein Köder übrigens, ne? Den löse ich mal aus. Es gibt Grauks, Karagos kennst du ja. Ja. Aber was du noch nicht kennst, ist das, was da hinten jetzt gleich kommt.
Diese Warte. Fliegen, oder? Nee, Morgai-Fliegen kennst du. Achso, die kenn ich Das sind auch, die okay. Nester, die man runterschießt und die die Uruks befallen. Es gibt noch eine dritte kranke, absolut zicke Bestie, die jetzt eigentlich da hinten irgendwo gespawnt sein muss. Zumindest habe ich das gerade auf der Map gesehen, weil ich habe den Köder doch aktiviert gerade. Also instant haben die noch nicht gekillt. Was, es gibt, Kopa, es gibt nämlich, nee, das will ich dir gleich zeigen, das will ich dir wirklich gleich zeigen. Okay. Wo, ist sie wirklich gerade nicht gekommen? Nee. Hä? Warum ist das Ding nicht gespawnt? Normalerweise habe ich gerade einen Köder aktiviert. Oh, schön geköpft. Und eigentlich müsste jetzt hier eine Bestie sein. Eine neue Bestie, weil das war ein anderer Köder als sonst. Egal, dann rennen wir einfach mal Richtung Falle und lösen die mal aus. Das hatte ich übrigens auch noch nicht. Eine Falle auslösen. Ja, absichtlich auslösen. Ja. Und Feind schlägt Alarm. Das ist tatsächlich gar nicht so gut. Den sollten wir daran mal hindern. Das kennst du auch noch, ne? Dass die diese Dinger aktivieren. Genau, ja. Genau. Die das kommt mir auch noch bekannt vor. Genau. Lol, der ist einfach gerade verbrannt da. Warum? Nee, ist sie doch hier die Bestie? Warte mal. Erstmal hole ich mir neue Pfeile. Ich habe nämlich 0 von 7. Was nicht gut ist. Wo sind denn Pfeile? Hä? Die sind doch, sollen doch hier direkt sein, oder? Da unten. So. Und wo ist die Falle eigentlich? Wo ist die Falle? Cooper, wo ist die Falle? Du, wenn ich's wüsste, dann würde ich sie sagen. Da hinten ist die Falle. Da, was muss ich da jetzt auslösen? Ich glaube einfach hinlaufen, würde ich sagen. Weiß nicht. Okay. Ja, dann machen wir das gleich mal. Die Falle klingt ja so etwas, da musst du ja in die Falle tappen, ne? Aber kann ich die auch irgendwie aktivieren? Was ist denn das für eine Falle? Oh, Karagor-Reiter. Ah. Das sind übrigens Monumente hier. Das siehst du das rote Zeichen über dem Ding? Ja. Die kann man zerstören. Habe ich auch noch nie gemacht. Dann kann man, glaube ich, Hauptmänner hervorlocken. So, Falle. Ah. Musst du einfach hinrennen, hast recht. Ja. Erschienenstamm, oh Gott. Mal alles glatt. Jetzt bist du in meiner Falle und ich muss mich um dich kümmern, nicht wahr? Der hat auch noch einen Hauptmann als Leibwache, sehe ich gerade. Oh mein Gott. Wen hat er denn als Leibwache da hinten? Ogg. Der auch noch, oh mein Gott. Ja, Ogg, der Verteidiger. Es erzürnt euch einfach. Okay, jetzt haben wir wirklich Probleme. Ein Feind schlägt Alarm. Ja, das ist mir gerade... im Fernkampf will ich den nicht fighten, den Snafu. Deswegen machen wir das jetzt so. Das ist auch mein erster legendärer Dude, den ich fighte. Ja. Du wolltest kämpfen? Also kämpfen wir, toter Mensch. Oh, und seine Leibwache steht direkt neben uns, ey. Bam, 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 bam. Aua, aua, aua. Jetzt kommen auch noch die kleinen Dudes, die hier nerven. Oh, und Speerwerfer. Aimlicht. Nein, was habe ich gemacht? Ich will Aimlicht machen. Oh mein Gott, sind das viele. Haben wir irgendwo eine Feuerstelle, die ich explodieren lassen kann oder so? Ja, du brauchst ein bisschen AOE. Ich brauche ein bisschen Hilfe durch eine Massenexplosion. Kommt mal her hier, Leute. Kommt mal her. Ja, kommt mal alle her. Und... Leute. Alter, ein Hit und ich bin tot. Oh, war das knapp. Hui. Oh Gott. Okay, ist wegrennen ist nicht gut gegen ihn, stimmt. Der trifft ja alles, der Dude. Feuerfest ist der auch noch. Oh, oh no. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben uns gerade ein bisschen übernommen. Warte mal, ganz schnell das Schwert wechseln. Oh mein Gott. Guck mal, ich habe ein bisschen Angst. Ja. Das sind mir auch ein bisschen viele Leute. Ja, deswegen, das sind so viele... Du hättest ja vielleicht eine Chance, wenn nicht so viele Dudes da wären, um dich zu belästigen. So. Deswegen wäre gerade das Ding, was ich eigentlich gerufen habe, indem ich den Köder da weggeballert habe... Es wäre ideal gewesen für den Fight. Warum ist es nicht da? Ist der Köder da hinten wieder da? Ich renne da nochmal hin, da hinten. Ich meine, wir haben ja Zeit. Ja. Wir müssen ja nicht nach deren Pfeife tanzen. Ist der Köder wieder da? Ist die Frage. Ja, 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 komm, komm. So, bitte erscheine, Bestie. Komm, bitte erscheine. Weil das würde uns... Ja, hier, Kuppa. Fucking nice. Drachen.
Geil. Und die sind jetzt richtig gut abgelenkt, die kleinen Gefolgsleute, weil die fighten jetzt nur den Drachen. Ich kann den Drachen auch brechen und kann auf den reiten. Ist auch geil. Nice. So, da ist Snafu. Den werden wir jetzt richtig fertig machen, den Wichser. Auch wenn er echt hart ist. Und sein Hauptmann-Kollege auch richtig hart ist, seine Leibwache. Ja. Aber, oh, wir haben ihn schon Half-Life, das ist gut. Guter Fight, komm. Nein, das Schild darf... Der muss weg. Das Schild muss weg. Oh, jetzt ist da auch noch ein Olog-Demon. Oh, der Drache! Yo, run! Oh, mir geht's nicht run. Gut. Aber ich... Der ist fast tot. Run, Jung. Run. Ich brauche einen Uruk, der irgendwo alleine ist, den wir... Gesundheit, hier. Gib mir Gesundheit. Nein! Go, run. Oh! Gesundheit. Oh, gut. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, er schießt schon. Ich hör die Schüsse. Schießt er auf den Drachen oder schießt er auf uns? Er schießt auf den Drachen. Oh, der Drache ist so eine gute Ablenkung. Hm, das stimmt. Oh, der Drache ist gebrochen. Warte. Wo ist er denn, der Drache? Ich musste ihn ja jetzt nicht... Wo ist der Drache? Wo ist er? Ja, da. Komm, baby, ich muss ihn treffen. Komm. Nein! Oh Gott! Fuck. Oh, eigentlich kann ich aufs... Oh, ich brenne. Ich brauch... Hier ist ein... Oh. Nein, Drache, nicht mich killen. Nicht. Sei nett, Drache. Sei nett zu mir. Du soll... Warum greift der Drache mich eigentlich die ganze Zeit an? Oh, full life. Sehr gut. Der leuchtende Herr wandelt mit dir. So, kann ich nicht... Habe ich das nicht geskillt, diese Schatten aufsetzen? Das habe ich eigentlich geskillt. Alter! Der gibt mir einfach einen Feuerball ins Gesicht. Eigentlich habe ich das geskillt. Ja. Warum kann ich das nicht... Warum kann ich den jetzt nicht beherrschen, den Dude? Hm. Eigentlich habe ich das geskillt, dass ich Drachenreiter bin. Tu das, kann ich leider nicht sagen. Dann werden wir jetzt Snafu hinrichten. Ja, dann stürzt sich mal auf den Boy. LOL, ich weiß, warum ich es nicht kann. Ich habe nicht genug Pfeile. Ich kann ihn auch nicht mehr angreifen. Mit meinem Move. Huh. Ich brauche Pfeile dringendst. LOL. Ich brauche dringend Pfeile. Da hinten sind Pfeile. Da oben. Da auf dem Dach. Alter, wir haben fast einen Stundenpart, Cooper. Wollte gerade sagen, ne? Aber danach sind wir Level 20 und dann können wir im nächsten Part unsere Dudes auf Level 20 bringen und die Festung dann endlich angreifen. Ja, nice. So, Snap. Jetzt könnte ich doch... Warte, wo ist er? Wo ist er? Wo ist mein... Yo, Schatten aufsitzen. Nice. Oh yeah. Oh ja, Baby, das ist geil. Oh yeah. That's what I'm talking about. Oh yeah. Nice. Und jetzt können wir uns hier einfach eingreifen. Und einfach fallen lassen. Geil. Oh, ist der gebrochen, der Snafu? Ist er verbrannt? Weil der Flammenart... Oh, er ist erzürnt. Das ist schon mal nicht gut. So. Verbrennen Sie, mein Drache. Verbrennen. Ach, er ist feuerfest. Warum ist er denn erzürnt gewesen gerade? Das heißt, der Drache bringt uns gar nicht so viel gegen ihn. Das heißt, der Drache fightet jetzt für uns? Hm. Okay. What? Warte mal. Okay. Hat seine Leibwache ihn gerade gekillt? Ich weiß nicht. Das war doch der... Ja, das sah... Das ist der! Ja, der ist erzürnt. Yo, der ist doch durch alles... Der greift jeden in der Nähe. Ja, stimmt. What the hell? Wie geil ist das denn? Und da liegt eine legendäre Waffe. Ich hab nur eine Frage an dich, Tag. Bist du wohl eher roh, medium oder gut durch? Hammer des Dreschens. Huh. Ist quasi ein Bogen. Okay, 3 weniger, 29 weniger. Der ist ganz schön scheiße. Geil. Obwohl, die Fähigkeiten sind cool, die Nebenfähigkeiten. Gute Leibwache, die er sich da ausgesucht hat. Ja. Aber den finde ich nicht so nice, den können wir... Warte mal, Hammer, aufgeladene Würfel fallen. Nee, den finde ich nicht so nice, den Hammer. Den machen wir kaputt, den Hammer. Auch wenn der legendär war. What the hell? Nee, den fighte ich jetzt nicht. Den will ich nicht fighten, der ist mir zu krass. Nee. Ich finde den auch cool, eigentlich, den Dude. Okay. Ja, wir fliehen einfach mal. So, wir sind aber Level 20 geworden, oder? Richtig? Ja. Nice. Das heißt, wir holen uns jetzt hier noch eine coole Fähigkeit.
Was haben wir denn hier unten bei Grauks? Einfache Grauk-Angriffe erzeugen mehr Macht. Grauk-Hinrichtungen stellen mehr Gesundheit deines Grauks wieder her. Das ist immer gut. Damit die Grauks nicht so schnell sterben. Und jetzt, wenn wir auf Armee gehen und auf Belagerung, ja, haben wir 3 freigeschaltet. Das heißt, Cooper, im nächsten Part werden wir unsere Leute auf Level 20 bringen und wir werden deinen Dude rekrutieren, den du gerne haben möchtest. Falls es ihn gibt unter den Leuten. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen rumlaufen, ne? Kann sein. Ja. Da liegt noch ein Juwel, das nehmen wir immer gerne mit, die Juwelen, die auf dem Boden liegen. Es sind aber auch unfassbar viele Leute gerade gestorben. So, ein Wurm brauche ich aber noch, weil ich den Sabba, die Sabba-Lippe, der mich gekillt hat, der Uhuk, einfach mal in der Overworld. Von dem kenne ich die Schwächen noch nicht, habe ich gesehen. Oh, und es gibt auch einen neuen Häuptling. Oh. Ha. Fürchte sich vor dem Fest. Ist das nicht Ork oder so, oder ist er da unten? Ey, wir schauen gleich mal. Ich hatte auch dann mit dem Betrayals. Nee, der ist ja schwarz, also der ist ja ein Schatten, der ist noch unaufgedeckt. Ach so. Ork haben wir ja schon aufgedeckt. Mein Drache macht hier immer noch alles. Die Drachen sind so krank, ey. Ja, die sind echt sick, meine Güte. So, Nein, ich wollte den Wurm. Oh, der Feuerballdrache. Krasser Feuerballjunge. Ja, so krasser Feuerballjunge. So lange will ich den Part jetzt eigentlich nicht mehr machen, aber ich will den Wurm mir noch holen. Ja, der Tag ist hinter dir her. Hau mal ruhig ab, du Wichser. Wo ist er? Der ist gerade wirklich in den Tod. Jo, er hat einfach Selbstmord begangen. Er ist einfach in den Tod gesprungen, Alter. Er nimmt seine Information mit ins Grab. Ich möchte wissen, wer der neue Häuptling ist. Nicht schlecht. Komm her, Wurm. Oh, manchmal ist es nicht so einfach. Nee, komm her, Bro. Komm her. Wo ist er, der Wurm? Da. Bam. So. Wer ist der neue Häuptling? Und es gibt neue Hauptmänner. Ein. Zuckerbestienmeister. Okay, Redpan ist entflammbar, ja, macht Sinn. Immun gegen Fluch und Bestienzähme, okay. Macht Sinn. Epischer Grauk. Der ruft auch einen Grauk und einen Rudel Karagors, die für ihn kämpfen. Oh oh. Vielleicht sollten wir den auch nochmal killen, bevor wir die Festung angreifen. Aber. Es gibt Momente, da sind beide Punkte leer. Also, die spawnen nicht immer instant nach. Jetzt decken wir den nochmal auf. Okay. Ur-Hakon, die schwarze Ulme. Aha. Ist kränklich, anfällig für Gift. Er leidet Schaden durch die Angriffe, ja. Feuerfest. Er ist ein Brecher. Entschlossenheit. Das heißt, er heilt sich im Fight, hat die Welle der Macht und hat die Stärke der Ulogs. Interessanter Dude. Ja. So, jetzt fliehen wir aber mal hier aus der Festung. Damit wir einmal an einen ruhigen Ort kommen. Und damit wir den Part beenden können. Ich meine, eine Stunde und 3 Minuten reicht dann auch. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Das Rendern wird 5 Jahre dauern. Cooper. Kann ich mir vorstellen. Es war mir eine Ehre schon mal. Ja, mehr wir werden, aber auch wie immer. Genau, wir werden auf jeden Fall, du hast gleich die Schlussworte, wir werden auf jeden Fall im nächsten Part dann gucken, ob wir hier einen haben schon für dich, sonst gehen wir auf die Suche. Und das kriegen wir bestimmt hin. Genau. Erstmal bringen wir unsere Leute auf Level 20 und dann rüsten wir uns für den Angriff auf die Festung. Cooper, du hast die Schlussworte, ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Part, Leute. Haut rein und Cooper, it's your stage. Oh ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Es hat mich wirklich gefreut, wieder zurück zu sein. Es war fun, schön, entspannt. Wir haben jetzt einfach mal in der Partlänge absolut eskaliert. Warum nicht? Cooper Returns, da muss man auch mal ein bisschen ausrasten. Dankeschön, bis dann und ciao.